Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview von Alles Weile bei Welt. Jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Darüber möchte ich auch gerne gleich mal direkt sprechen. Ich habe nämlich einen Gast bei mir am Set, Alice Weidel von der AfD. Guten Tag, Frau Weidel. Der Bundeskanzler hat es eine historische Migrationswende genannt. Friedrich Merz sieht das ganz anders. Ich glaube, dass ich auch weiß, wie Sie dazu stehen, aber können Sie noch mal zusammenfassen, was ist denn Ihre Kritik an diesen Entscheidungen der Ministerpräsidenten? Hallo Frau Schopelius, das Ganze ist keine historische Wende, sondern ein historisches Scheitern. Das gesamte Paket, was hier verabschiedet wurde, dient mitnichten der Begrenzung der Migration, ganz im Gegenteil. Es sind Lippenbekenntnisse, um den Menschen Sand in die Augen zu streuen, um wilde Geschäftigkeit vorzutäuschen, wo letztendlich überhaupt gar nichts rauskommt. Und das ist aus meiner Sicht ein Betrug an dem Wähler und an dem Souverän. Das ist erstmal das, was ich dazu zu sagen habe. Wer ernsthaft die Migration, die Massenmigration, die seit Jahren andauert, in unser Land begrenzen will, der schützt die deutschen Grenzen ernsthaft, der schützt sie und er schützt das deutsche Hoheitsgebiet. Davon habe ich nichts gehört und dementsprechend fehlt auch der politische Wille. Und was wir brauchen bei der Überzahl, bei der Masse an ausreisepflichtigen Ausländern, die hier überhaupt kein Aufenthaltsrecht haben, ist doch eine Abschiebeinitiative. Wir müssen in unserem Land konsolidieren und diese Massenmigration, diesen Massenzustrom rückgängig machen. Und das geht nur durch konsequente Abschiebung. Auch davon habe ich nichts gehört. Wolfgang Kubicki hat einen Vorschlag gemacht, der bezieht sich jetzt auf die Menschen, die schon im Land sind. Und zwar möchte er einen Migrationsanteil von 25% in Stadtvierteln. Also er möchte deckeln, um, so sagt er, Parallelgesellschaftsbildung zu verhindern. Ist das etwas, was man durchsetzen kann? Ja, das ist sehr lustig, dass ausgerechnet ein FDP-Politiker das sagt. Die FDP, die hier ein Steigbügelhalter für die linkeste Regierung in diesem Land fungiert, sollte sich in Grund und Boden schämen. Herr Kubicki ist jemand, der immer vorgeschickt wird für irgendwie so ein dummes Zeug, das er von sich gibt. 25%-Regelung, eine Deckelung, ist doch überhaupt gar nicht umsetzbar. Wie will er das eigentlich umsetzen? Das ist doch schon in Großstädten teilweise zu spät. Will er diese Großstädte in irgendeiner Form umstellen, Zählung machen und wenn sie dann einen Grenzwert von 25% überschreiten, will er dann den Rest irgendwie umsiedeln? Wie soll das eigentlich gehen? Das ist alles, wenn Sie mich fragen, extrem dummes Geschwätz von etwas, was rückgängig gemacht werden muss. Und die CDU hat den Hauptanteil durch die Migrationspolitik von Angela Merkel. Angela Merkel hat 2015 unsere Grenzen geöffnet und sie sind weiterhin sperrangelweit offen für jeden Illegalen, der vorher seinen Pass wegwirft und Asyl an unseren Grenzen sagt. Und das können wir nicht mehr weiter handeln. Das muss man sich einfach vorstellen. Wir haben mehr ausländische Familien im Bürgergeld als deutsche Familien. Wir haben ein Kriminalitätsproblem, eine Zahl, die ausschlaggebend ist. Im letzten Jahr hatten wir 789 Gruppenvergewaltigungen. Das sind 2 am Tag. Und das muss man doch einfach mal angehen, dass diese Menschen hier gar nicht hingehören. Und was jetzt im Zuge noch eins, was mich wirklich, wirklich beschämt, zum Fremdschämen ist, während des Israel-Krieges jetzt, dass hier pro-palästinensische Demonstrationen auf den Straßen, auf deutschen Straßen stattfinden und die Polizei sieht nur zu, wenn in Essen ein Kalifat ausgerufen wird. Was ist hier eigentlich los? Wenn Sie mich fragen, diese Menschen dürften gar nicht hier sein und müssten wirklich mit gepackten Koffern, mit einem One-Way-Ticket abgeschoben werden. Aber Frau Weidel, Sie haben gerade gesagt, es ist alles nicht durchführbar und es sei dummes Geschwätz. In Dänemark wird Ähnliches schon gemacht und in der Vergangenheit haben Sie sich ja durchaus auch positiv über die Politik, Flüchtlingspolitik in Dänemark geäußert. Und Carsten Linnemann hat jetzt nochmal diesen Vorschlag weitergedreht und gesagt, Quoten in Schulen einführen, um hier eben sozusagen eine Ghettoisierung zu verhindern. Warum ist das dummes Geschwätz, wenn das in Dänemark doch jetzt zumindest gemacht wird und auch zu funktionieren scheint? Die Faktoren in Dänemark liegen ganz woanders. Dänemark hat erfolgreich über die letzten Jahre verhindert, dass massenhaft Menschen zu ihnen strömen, weil sie das Asylsystem sehr unattraktiv gestaltet haben. Im Übrigen alles AfD-Forderungen, die in Dänemark umgesetzt werden. Sie können rein praktisch solche Quotenregelungen überhaupt gar nicht umsetzen. Darum sage ich,
effektive Grenzsicherung. Der Schutz des deutschen Hoheitsgebietes ist vorderrangig und eine Abschiebeoffensive von allen ausreisepflichtigen und kriminellen Ausländern. Das kann doch nicht so schwer sein. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Weidel. Was ist bei dem Interview auffällig? Jedenfalls ich liebe Alice Weidels unnachahmliche, kontrolliert aggressive Art. Dass man sich in dem Sinne, dass man sich Dinge nicht gefallen lässt. Es passieren in Deutschland die unglaublichsten Sachen. Und aus meiner Sicht ist es dann auch wichtig, dass mit dem Tonfall auch entsprechend deutlich zu machen, was hier passiert. Also mit dem Tonfall das wiederzuspiegeln. Wenn die unglaublichsten Dinge passieren und man ruhig und zurückhaltend das beschreibt, das passt einfach nicht zusammen. Sondern ist emotional, das auch so auszudrücken. Und das kann Alice Weidel aus meiner Sicht sehr gut. Man merkt, dass es immer durchdacht ist und kontrolliert ist, was sie sagt. Sie weiß genau, was sie sagen will und was sie nicht sagen will. Und behält die Kontrolle. Es war aus meiner Sicht völlig richtig, deutlich zu machen, dass es unmöglich ist, dass auf Demonstrationen Kalifate ausgerufen werden. Das ist ganz klar extremistisch. Das geht gegen die demokratische Grundordnung. Und es ist auch wichtig, das in dem Tonfall deutlich zu machen. Weil es herrscht eine unglaubliche Doppelmoral, eine Ungleichbehandlung. Erinnern wir uns, wie Pegida behandelt wird, wie die Corona-Demonstration, wie die Demonstranten behandelt wurden. Wie ihnen immer das Schlimmste unterstellt wurde, dass sie staatsgefährdend seien. Wobei das natürlich der totale Witz dagegen ist, direkt ein Kalifat ausrufen zu wollen. Und es ist immer wichtig, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wenn man sich automatisch an diese Ungleichbehandlung gewöhnt. Weil die Ungleichbehandlung faktisch so ist, dass man eigentlich ja von einer Demokratie, dass das in der Praxis nicht mehr gegeben ist. Es kann nicht sein, dass sowas immer geduldet wurde und die Corona-Demonstranten sie in eine extremistische Ecke gestellt werden. Sie kleingeredet werden und Fehlverhalten der Polizei von den Medien nicht aufgegriffen wird. Kartellartig nicht aufgegriffen wird, wie es 2021 der Fall war. Gleichzeitig werden muslimische Bürger auch in Versuchung geführt, sowas zu machen, wenn es nicht geahndet wird. Der Mensch ist schwach und er wird gelenkt durch Druck von außen. Und wenn beständig kein Druck stattfindet, dahingehend, dass man sich in eine bestimmte Richtung falsch verhalten kann, dann ist natürlich die Versuchung groß, das dann auch zu tun. Das heißt, es geht hier auch um eine erzieherische Funktion von Menschen, was ganz natürlich ist. Auf der anderen Seite ist es aber aus meiner Sicht ganz wichtig, nichts zu verallgemeinern. Wir wissen gar nicht, was auf dieser Demonstration passiert ist. Inwieweit diese Kalifatleute die Demonstration widerspiegeln. Erinnern wir uns an den Reichstagssturm 2021 bei den Corona-Demonstranten. Die ganzen Medien, weltinbegriffen, sie alle haben die Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Und es hat mit der restlichen Demonstration gar nichts zu tun gehabt. Bei ganz vielen Narrativen, die großen Medien täuschen. Das heißt, auf die Berichterstattung von Demonstrationen können wir gar nichts geben. Man ist trotzdem versucht, das als bare Münze zu nehmen. Die Medien, sie framen sich selbst als glaubwürdig und das geht ins Gehirn. Das hört man andauernd und dann glaubt man intuitiv auch, die Berichterstattung über die Demonstrationen, das sei auf jeden Fall glaubwürdig. Dabei wissen wir das überhaupt nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wer da demonstriert hat. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, das ist alles super, sondern wir wissen es einfach nicht. Solange wir nicht dabei waren, müssen wir extrem vorsichtig sein. Weil hier wird eine Vereinfachung vorgenommen. Hier wird Islamismus, dann Pro-Palästina, es wird in einen Topf geschmissen. Oder überhaupt gewalttätiger Mob, Primitivität, Gewalt, Kritik an der israelischen Regierung. Es wird in einen Topf geworfen, was nicht zulässig ist. Die Hamas wurde ursprünglich von Israel gegründet. Die PLO, sie war vollkommen säkular. Sie hatte mit Islamismus überhaupt nichts zu tun. Und faktisch ist es so, dass die Hamas und die Regierung Netanyahu, dass sie in gewissem Sinne Alliierte sind. Weil sie beide von der Gewalt profitieren. Die Hamas will Gewalt ausüben und die Regierung Netanyahu oder auch andere Regierungen zuvor, für sie ist die Hamas die perfekte Ausrede, keinen palästinensischen Staat zuzulassen. Also sie geben sich gegenseitig die Rechtfertigung, Gewalt auszuüben. Oder zumindest können sie es dann vermittelbar machen. Es wäre ja nicht gegangen, den Gazastreifen so anzugreifen, wenn diese Provokation nicht der Fall gewesen wäre. Und hier müssen wir uns auch daran erinnern, die Medien haben keine Aufmerksamkeit auf die Frage gelenkt, wie es sein kann, dass eine 270 Millionen Euro teure Grenzanlage, ganz modern, erst 2021 fertiggestellt, KI gesteuert, 40 Meter tiefe Mauern, Radar, Raketenabwehr und so weiter und so fort, wo eine israelische Soldatin erzählt, eine Ziege, die sich in die Nähe des Grenzzauns fährt, würde bereits einen Großeinsatz auslösen. Es wird überhaupt nicht der Frage nachgegangen, wie es sein kann,
dass erstens dieser Grenzzaun eingerissen wird, aber auch wenn er eingerissen wird, wieso dann keine Soldaten da sind und die Hamas diese Leute noch 4 bis 5 Stunden Zeit haben, Zivilisten zu massakrieren. Wir müssen uns daran erinnern, die israelische Regierung Netanyahu, sie spiegelt nicht Israel wider. Es haben zuvor 500.000 Israelis gegen diese Regierung demonstriert. Die extremistischen Siedler, die Palästinenser misshandeln, ihnen die Grundstücke rauben, sie spiegeln auch nicht alle Israelis wider. Und hier ist man auch geneigt, das wird natürlich durch die Medien forciert, dass man alles über einen Kamm schert. Das heißt, wenn man jetzt die Regierung Netanyahu kritisiert, dann ist man für die Hamas und dann ist man gegen Israel. Es ist tatsächlich so, dass auch umgekehrt eine Vereinfachung vorgenommen wird, forciert wird. Den muslimischen Leuten in der Region wird die hässliche Seite gezeigt. Und es wird hier eine Vereinheitlichung vorgenommen. Demokratie, Korruption, Gewalt, Ungerechtigkeit, Frauenrechte. Es wird auch alles in einen Topf geworfen, dass also sozusagen das als Morallosigkeit subsumiert wird unter Demokratie, unter Westen. Also dass der ganze Westen in einen Topf geworfen wird, was die Leute zu Hamas treibt oder zu überhaupt zu Extremisten. Wodurch man Spaltung erreicht, wodurch man den Zentralkontinent spaltet, was ja immer grundsätzlich Geostrategie der USA und Großbritannien waren. Den Kernkontinent zu spalten, weil natürlich dadurch hat man auch Legitimität für eigene Truppen. Nur wenn Spaltung herrscht, wenn Saudi-Arabien gegen Iran ausgespielt wird, dann gibt es eine Berechtigung für Truppen dort. Wenn sich alle einig sind auf dem Großkontinent, wieso sollten dann US-Truppen toleriert werden? Dann würde es plötzlich auffallen. Ein Demonstrant auf einer Palästina-Demo wird im Zweifel einfach subsumiert unter Hamas, obwohl er eigentlich nur für ein freies Palästina demonstrieren will. Und hier muss auch alles weiter, denke ich, sehr aufpassen, dass man nicht den Fehler macht, diese Leute zu kriminalisieren und gegen die AfD aufzubringen. Man darf niemals die Leute über einen Kamm scheren. Also auch die Leute hier. Natürlich gibt es bei den Migranten viele Gewalttäter, das zeigen die Statistiken. Aber es gibt auch sehr viele gerade Leute. Und die AfD kann jetzt gerade in der Situation wirklich jede Stimme gebrauchen. Und gerade ausländische Leute, ich habe jetzt die Erfahrung auch im Umfeld, in meinem eigenen Umfeld gemacht, es sind besonders geradlinige Leute zum Teil, die oft mehr Heldenmut zeigen als viele Leute hier. Teros Kahn ist ein gutes Beispiel dafür. Natürlich ist es aber so, ich sehe auch Religion kritisch. Wir möchten natürlich kein Kalifat haben, das ist vollkommen klar. Jeder kann seine Religion ausüben, aber sie sollen diejenigen, die jetzt nicht so gern Religion haben, die sollen es bitte in Ruhe lassen. Das ist natürlich ganz wichtig. Es wird in den Medien hier nicht dargestellt, wie schlecht die israelischen Regierungen in der Vergangenheit, wie schlecht sie mit Palästinensern umgegangen sind. Also auch mir war das bis vor kurzer Zeit auch nicht klar, wie das Ausmaß ist. Wie die Zustände im Westjordanland, in den Palästinensergebieten, wie mit den Palästinensern dort umgegangen wird. Das hat mit Demokratie, westliche Werte, Zivilisiertheit überhaupt nichts zu tun. Sondern dort wird geraubt und geplündert, die Leute werden willkürlich misshandelt. Es werden Straßen durch die Gebiete gezogen, die die Palästinenser nicht betreten dürfen. Und wenn sie sie betreten, dann riskieren sie erschossen zu werden. Und wenn sie was dagegen machen, dann sind sie Terroristen. Michael Lüders hat das eindrücklich geschildert in einem Vortrag. Und das sind Fakten, die durch unsere Medien einfach nicht wiedergegeben werden. Sondern wir bekommen den Eindruck vermittelt, das ist ein tollwütiger Mob und Israel kann ja gar nichts anderes machen, als sich so zu wehren, indem jetzt der Gazastreifen bombardiert wird und anderes in der Vergangenheit. Ich bin da auch lange drauf reingefallen. Also ich habe immer ganz stark pro Israel argumentiert in der Vergangenheit. Hab mir gedacht, Israel ist ja so groß wie Hessen, was soll das? Die arabischen Staaten drumherum, sie sind so groß, dann können sie doch den Israelis, können sie doch diesen kleinen Staat da gewähren, der ja nicht größer ist als Hessen. Und auch ich wurde getäuscht durch diese ganzen negativen Aspekte der Muslime dort, die in den Mittelpunkt gerückt werden. Wodurch verdeckt wurde, wie ungerecht mit den Palästinensern umgegangen wurde. Und dass eine friedliche Lösung nie angestrebt wurde. Eine friedliche Lösung wäre ganz einfach. Es gibt einen palästinensischen Staat und es gibt Israel. Das ist eine ganz einfache Sache. Man hat zwei Staaten nebeneinander und die koexistieren. Das hätte man schon vor 20, 30 Jahren haben können. Aber aus meiner Sicht, mir erscheint es wahrscheinlich, dass eine friedliche Lösung in Wahrheit nie gewollt war, sondern dass der Konflikt mit Absicht am Köcheln gehalten wurde. Wenn über Jahrzehnte ein Konflikt nicht gelöst wird, dann aus meiner Sicht hat es den Grund, dass irgendjemand will, dass er nicht gelöst wird. Und dass gezielt die Leute gegeneinander aufgebracht werden. Dass auf der einen Seite wir gegen die Muslime dort aufgebracht werden und umgekehrt die Muslime gegen den Westen. Wobei natürlich das jetzt nicht heißen soll, dass alles, was im Nahen Osten passiert, auf muslimischer Seite, dass es toll ist. Wie gesagt, diese Frauenunterdrückung, die Ehrenmorde. Ich bin sehr islamisch kritisch eingestellt.
auch was die Scharia angeht. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass solange die Leute das friedlich leben, sie die anderen in Ruhe lassen, kann jeder machen, was er will. Also ich habe auch einen Freund, der macht Ramadan, der ist sehr gläubig, aber nach außen hin vollkommen säkular. Also die Frau trägt kein Kopftuch, die sind in jedem Sinne vorbildlich. Und so Leute gibt es, denke ich, viel mehr, als wir denken. Also jedenfalls, ich kenne einige in meinem eigenen Umfeld. Natürlich gibt es aber auch Negativbeispiele. Das Entscheidende ist, dass man nicht verallgemeinert. Was war in dem Interview noch auffällig? Alles Weitere wurde nicht unterbrochen und die Fragen waren normal. Und jetzt stellt sich die Frage, warum? Welt ist doch Springer, ist doch ein großes Medium. Aber hier muss man wissen, das Video wird nur auf YouTube verbreitet. Auf der Hauptseite ist mir nicht aufgefallen. Das heißt, das Video, dieses Interview, es bleibt in unserer Blase. Es dringt nicht nach außen. Und aus meiner Sicht, wobei natürlich es früher so war, dass Welt die AfD gar nicht interviewt hat, jetzt gibt es wieder einzelne Interviews, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die AfD, dass die Reichweite eine Schwierigkeit ist für die AfD. Und dass das ein ganz großes Problem darstellt. Weil natürlich Alice Weidel hat das hier perfekt seziert und für die großen Medien ist es ein großes Problem, dass sie ihre Narrative umstellen mussten. Sowohl bei der Energie als auch bei Zuwanderung. Und jetzt auf AfD-Linie sind. Natürlich, jetzt kann Alice Weidel, jetzt kann die AfD sagen, wir haben es schon immer gesagt. Und damit kann man natürlich perfekt punkten, dadurch ist man in Interviews immer in der Offensive. Wie auch hier Weidel. Man kann perfekt sagen, die CDU, die Zuwanderung 2015, sie haben es verschuldet, sie sind nicht glaubwürdig, wir waren glaubwürdig. Wir haben die richtigen Positionen vertreten. Und hier ist natürlich auch die Belohnung dafür, dass man Stand gehalten hat, dass man die Position gehalten hat, dass man unter dem Druck der Medien nicht eingeknickt ist. Es würde jetzt eigentlich alles auf die AfD zulaufen, weil Energiepolitik, Zuwanderung, es sind die zentralen Themen und genau da sind jetzt die großen Medien eingeknickt und versuchen jetzt einen Druck zu erzeugen, dass die Zuwanderung begrenzt wird. Und das machen die Medien natürlich nicht, um der Allgemeinheit hier zu nützen, sondern sie wissen, die Leute sehen es, es ist nicht zu verheimlichen. Es hat zu große Dimensionen. Das Problem muss vom Tisch, sonst wird die AfD immer stärker, egal wie sie ignoriert wird. Und deswegen üben die großen Medien aus meiner Sicht, das ist eindeutig, sowohl die Öffentlich-Rechtlichen, bei Markus Lanz, bei Maischberger ist auffällig, in jeder Sendung kommt dieses Asylthema und wird in den Mittelpunkt gestellt und sie versuchen unbedingt jetzt die Grünen irgendwie zum Umschwenken zu bringen. Und hier zeigt sich, dass die Grünen das System gar nicht verstanden haben, zu einem großen Teil, sondern davon profitiert haben und sie sich einfach für die Besten halten. Also sie denken, sie sind so toll und deswegen wurden sie von den Medien so gehypt, unterstützt in ihren Narrativen. Dabei wurden sie einfach deshalb unterstützt, weil die Narrative, weil sie Deutschland schaden, weil sie Deutschland schwächen, sehr wahrscheinlich. Was US-Geostrategie ist, zu spalten und zu schwächen. Und nach der Wiedervereinigung, Deutschland ist wirtschaftlich stark, da besteht natürlich das Interesse, Deutschland wirtschaftlich zu schwächen. Und es wurde, glaube ich, auch in einem Brandpapier erwähnt, wobei da die Frage ist, es wurde als classified deklariert, das heißt, Rand bekennt sich nicht dazu, dort wurden die Grünen genauso charakterisiert. Und jetzt haben die Medien ein Problem, weil die Grünen denken, sie sind so gut und sie hängen nicht von den Medien ab und jetzt schwenken sie einfach nicht um. Und natürlich, je länger die Grünen oder auch Teile der SPD, umso länger sie nicht umschwenken, desto besser ist es grundsätzlich für die AfD. Es gibt jetzt nur ein Problem, jetzt kommt die Wagenknecht-Partei, die dieselben Narrative bedient wie die AfD. Und bei den Wagenknecht-Leuten ist es so, dass sie im Gegensatz zu der AfD, dass sie eingeladen werden. Aus meiner Sicht deshalb, weil sie bei wichtigen Narrativen einknicken. Und Wagenknecht immer versucht, innerhalb der Narrative der großen Medien zu argumentieren. Also beispielsweise die Klimakatastrophe. Weidel sagt auch, ja, das ist jetzt die Klimakatastrophe, sie ist real, aber trotzdem die Wirtschaft, wir können trotzdem nicht die Wirtschaft kaputt machen, das bringt nichts. Aber das Narrativ selbst zweifelt sie nicht an. Genauso, dass Putin ein Dämon ist. Und vor allen Dingen bedient sie auch das Narrativ, dass die AfD rechtsextrem ist. Und im letzten Video, es haben viele Leute angezweifelt, diese INSA-Umfrage mit den 14%. Und aus meiner Sicht, INSA war immer ein Institut, das eher, man kann sagen, pro AfD die Umfragen ausgelegt hat, im Vergleich zu den anderen Umfragen. Und INSA lag auch nicht so schlecht. Und auch die Verteilung mit den 6% von der CDU, 4% von der AfD, 2% von Linken und ganz wenig nur von SPD und Grünen, erscheint mir absolut realistisch. Weil Wagenknecht ja auch genau bei Leuten, wir wollen sie ja mögen. Also auch ich will eigentlich Wagenknecht immer mögen. Man will eigentlich immer mitfiebern bei den Auftritten. Und sie macht es ja auch gut. Man wünscht sich immer, man möchte Wagenknecht mögen. Aber man muss hier ganz klar sehen, wie sich Wagenknecht, wie sie sich verhält. Ich habe es ja in den vergangenen Videos beleuchtet.
Jedenfalls, es bringt aus meiner Sicht nichts, sich die Dinge schön zu reden. Natürlich möchte man Wagenknecht nicht unnötig Aufmerksamkeit schenken, aber aus meiner Sicht, natürlich ist es eine Gratwanderung, aber man muss den negativen Dingen auch Aufmerksamkeit schenken, um was dagegen machen zu können. Um die Probleme loszuwerden, muss man sie in den Mittelpunkt rücken und sich damit auseinandersetzen. Was bringt es jetzt, sich das schön zu reden, zu sagen, ja, das ist ja, die Partei ist noch gar nicht gegründet und die kommen gar nicht über 5%. Und dann kommen aber mit der Zeit immer mehr Umfragen und die bestätigen das immer. Und dann kommen die ersten Wahlen und dann schneidet Wagenknecht doch gut ab. Was ist besser? Sich erst schön zu reden und dann kriecht das so langsam hoch, das Problem. Und es ist ein beständiges, unangenehmes Gefühl, dass die Lage doch anders ist, als man es selber haben will. Oder ist es nicht besser, dem Problem ins Gesicht zu sehen, in die Augen zu sehen und was dagegen zu tun? Weil jetzt kann man noch was dagegen tun. Und was ist aus meiner Sicht zu tun? Wagenknecht ist gnadenlos zu der AfD und aus meiner Sicht, die AfD-Leute, sie haben ja auch immer Sympathie gegenüber Wagenknecht geäußert, haben sich bislang nicht negativ geäußert. Und aus meiner Sicht sollte die AfD, sollte gegenüber Wagenknecht genauso gnadenlos sein und die Schwachpunkte schonungslos aufzeigen. Und die Schwachpunkte von Wagenknecht sind vor allen Dingen ihre Mitgliedschaft bei der Linken. Die Linke ist tatsächlich eine asoziale Partei. Das Gegenteil von dem, was Wagenknecht vorgibt, zu vertreten. Warum ist die Linke asozial? Weil sie in der Energiepolitik versucht, die Grünen noch zu toppen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, Wagenknecht hat doch was anderes vertreten. Aber wenn sie was anderes vertreten hat in der Vergangenheit, warum ist sie bei den Linken geblieben? Sie hätte viel früher gehen können und noch viel früher gehen müssen. Sie hätte sich der AfD anschließen können. Aber sie hätte auch zur Basispartei gehen können. Warum ist sie bei der Linken geblieben die ganze Zeit? Und Ali, das Interview vor 2 Jahren, es ist einfach lächerlich, wenn man sieht, wie rückgratlos, wie populistisch, wie billig sie versucht hat, sich als sozial darzustellen und gesagt hat, ja, es können alle kommen, es ist kein Problem, die Kommunen rücken zusammen, wir nehmen alle auf. Also auch das Gegenteil von dem, was Wagenknecht, was sie jetzt vertreten. Und auch hier, das kann man schonungslos aufzeigen, dass man genau den Vorwurf macht, den der AfD gemacht wird. Populismus, mangelnde Seriosität. Es ist ja auch den Vorwurf, den Wagenknecht dauernd wiederholt, die AfD wäre nicht seriös. Und jetzt würden sie, Wagenknecht, sie würde jetzt eine seriöse Alternative bieten. Und auch den Extremismusvorwurf. Tatsächlich hat sich die Linke, wie sie mit der AfD umgegangen ist, das war extremistisch, das war nicht demokratisch. Das könnte man auch in den Mittelpunkt rücken. Und allein dadurch, dass das Wagenknecht bei der Linken war, hat sie diese Position mitvertreten und hat die Linke aufgewertet. Und sie ist viel zu spät gewechselt. Und dann auch die Diffamierung mit der AfD, das kann man auch schonungslos im Mittelpunkt rücken, dass es auch rückgratlos ist, sowas zu machen. Und auch mit der, und den Vergleich mit der Ostukraine heranziehen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker wurde missachtet. 2014 saß das CIA-Chef mit am Tisch, als die Armee losgeschickt wurde. Die ukrainische Armee hat dann die Waffen niedergelegt, wollte nicht auf die eigenen Leute schießen. Dann haben sie Nazis runtergeschickt, das Azov-Bataillon. Und das Azov-Bataillon ist dann gewaltsam gegen die Ostukrainer vorgegangen. Das heißt, es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Ostukrainer von der jetzigen Ukraine weg wollen, weil ja die ukrainische Regierung seit 2014 mit der CIA am Tisch sie ja alles getan haben, die Ostukrainer gegen die Ukraine in Stellung zu bringen, zu spalten. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так. Es wurden keine Gehälter gezahlt, es wurden Zivilisten willkürlich beschossen, also es wurden die schlimmsten Taten begangen. Und auch hier kann man Wagenknecht vorhalten, dass sie das viel zu wenig in den Mittelpunkt gestellt hat, stattdessen Putin dämonisiert hat. Auch hier, dass man eisenhart, natürlich hat sich auch die AfD hier nicht mit Ruhm bekleckert, aber trotzdem haben mehr Leute in der AfD das richtig vertreten als bei der Linken. Und damit könnte man Wagenknecht auch konfrontieren. Und zwar schonungslos. Dass man jetzt den Schonmodus ausstellt, weil Wagenknecht ist eine sehr große Gefahr für die AfD. Und natürlich auch, was heißt für die AfD, überhaupt dafür, hier wirklich was zu verändern. Weil sie die großen Medien stärkt und nur die AfD bedeuten würde, dass man die Leute weg von den großen Medien bringt. Und man die Unglaubwürdigkeit aufzeigt, dass hier was schief läuft, dass es auch brandgefährlich ist. Dass die Medien ein Kartell bilden und es Geostrategie verfolgen. Was für Deutschland brandgefährlich ist. Und wer dieses System stützt, dieses Kartellsystem, die Täuschung nicht den Leuten verdeutlicht, der macht sich schuldig.
Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was wir vergessen haben, was sonst so einfällt. Macht's gut.